Hallo meine Lieben, heute als ich Lotto spielen war, hatte ich die Idee, den Tanja Makaritsch Adventskalender auszupacken. Boah, der mit Hallo meine Lieben hittet irgendwie anders. Hallihallo meine Lieben. Ich glaube, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen. Warum bekommt Tanja Makaritsch einen Adventskalender und mich hat noch nie jemand angeschrieben, ob ich denn selber mal einen rausbringen möchte? Es gibt ja viele Firmen. Dieser Adventskalender ist von Food Vibes, also nicht von Tanja selbst gemacht, sondern von Food Vibes. Und Tanja hat halt mit entschieden, was reinkommt. Und ich weiß nicht, ob ich so ein Angebot überhaupt annehmen würde, aber ich hätte gerne mal so ein Angebot auf dem Tisch. Hören Sie mir jetzt zu! Ich sehe dieses Adventskalender-Thema so ein bisschen wie die Kunst. Ein Kunstkritiker macht ja nicht wirklich selber Kunst. Der kritisiert halt andere. Und so ist es auch bei mir. Ich mache keinen Adventskalender. Ich kritisiere nur alle, die es tun. Ach, das ist gar kein Food-Adventskalender. Warum bringt Food Vibes einen Adventskalender raus, der kein Food-Adventskalender ist? Dieser Adventskalender kostet 74,90 Euro. Finde ich einen sehr guten Preis. Und wie wir es nicht anders von Tanja erwartet haben, dieser Kalender hat einen Warenwert von über 300 Euro. Cha-ching. 24 von Tanjas liebsten Produktpartnern. Ey, wenn hier kein Snack drin ist. Beauty, Food und Lifestyle-Bereich. Ich will die ganze Zeit was über Tanja sagen, aber mir fällt ganz ehrlich nichts ein. Über Bibi konnte man sich wenigstens noch lustig machen. Bei Tanja, die ist halt da, ne? Brutal, savage, wrecked. Optisch ist dieser Kalender ganz hübsch. So mit Goldschrift wurde hier die Zahlen und Worte draufgeschrieben und Tanja Makaritsch. Ich finde, das Pastell sieht auch sehr schön aus, aber es ist nicht weihnachtlich und ihr kennt mich, ich brauch's weihnachtlich. It's Christmas in my heart. Nummer 1. Sind das original Tanja Makaritsch Zitate? May the miracle of Christmas fill your heart with joy. In Türchen Nummer 1. Da fängt es wieder an, ich kenne keine Marken. Eine Hyaluron-Augencreme. Leute! Bevor ich hier noch tausendmal Food Vibes oder Tanja Makaritsch sage, dieses Video ist gesponsert von HelloFresh. Und jetzt alle, dieses Video ist gesponsert von HelloFresh. In der Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, ist mein Workload einfach extrem hoch. Worüber ich mir aber keine Sorgen machen muss, ist mein Mittag- und Abendessen. Denn mit HelloFresh kommt alles ganz easy zu mir nach Hause. Warum rede ich wie eine Stewardess? Der Ausgang befindet sich dort. Einmal die Woche wähle ich aus wechselnden Gerichten bis zu 5 Gerichte für Timo und mich aus und das wird dann alles ganz fresh zu mir nach Hause geliefert. Damit spare ich einfach so viel Zeit und das ist, was ich zurzeit brauche. Zeit. Flexibilität ist mir sehr wichtig. Du kannst dein Abo jederzeit anpassen, kündigen oder pausieren. Ganz nach deinem Bedarf, wenn du zum Beispiel wieder mehr Zeit hast. Ich habe mich heute entschieden für Linsenauflauf mit Käse-Kartoffelhaube. Die Lebensmittel kommen portionsgenau bei mir an und die beiliegende Rezeptkarte zeigt mir dann die Zubereitung. Also wirklich mehr als easy und was mich immer wieder aufs Neue begeistert, ist die Inspo, die einem die Rezepte liefern. Auf manche Gerichte wäre ich so nie gekommen und das bringt auch nochmal ordentlich Abwechslung. Und übrigens habe ich auch einen Rabattcode für euch. Mit HelloWanne können Neukunden und Bestandskunden bis zu 120 Euro sparen plus den Versand für die erste Box gratis bekommen. Schaut einfach mal nach unten, klickt auf den Link und dann könnt ihr mal schauen, wie viel ihr mit HelloWanne sparen könnt für das, was ihr auswählt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Zurück zu Hyaluron Eye Cream. Jean Darcel. Again. Wer ist das? Das ist eine Probegröße, 7,5. Wenn meine mathematischen Berechnungen mich nicht getäuscht haben, 9 Euro. Ich werde viele Produkte heute in die Verlosungsbox packen und wenn ihr euren eigenen Malwanne-Adventskalender bekommen wollt, dann folgt mir auf Instagram, denn diese ganzen Produkte verpacke ich als neue Adventskalender zusammen und dann mache ich ein Gewinnspiel und vielleicht gewinnt ihr einen Malwanne-Kalender. Liebst du immer, dass ich auf so eine chaotische Box einfach zeige? Die kriegt ihr. Ich hab Eye Cream. Nummer 2. Bitte ein Snack. Ich hab echt ein bisschen Hunger. Kein Snack. Ich kenne diese Marke nur durch Adventskalender. Dieses Avon. Davon ist die Augencreme auch so geisteskrank teuer. Ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen. Außer in Adventskalendern. Schon wieder Hyaluron. Da ist Hyaluron. Ey, Tanja schwört auf Hyaluron. Rose Sugar Lip Scrub. Das finde ich ja wieder cool. Ich denke mir halt, dieses Produkt so in der Handtasche zu haben und dann immer so sein Lip Scrub so dabei zu haben, ist bestimmt auch cute. Jetzt habe ich aber so viel Lippenstift drauf, dass ich das gar nicht ausprobieren kann. Na, was für ein Glück, dann bekommt ihr das. Also bei Douglas kosten 10 Milliliter 64 Euro, das ist diese Marke, die so geisteskrank teuer ist, die ich noch nie gesehen habe. In anderen Kalendern gab es immer diese Augencreme, die sie da reingemacht haben. Nummer 3. Berliner Ingwer-Shot. Warum ist das Berliner so geschrieben? Das triggert mich extrem. Ausgedacht in Berlin. Cringe.
Mensch. Ausgedacht in Berlin. Dit ist ein Berliner. Dit, ich kann keine Akzente. Wir vertrauen auf die Gaben der Natur. Cayennepfeffer ist auch drin. Kein Bammel ist angenehm scharf. Das sind einfach Produkte, ohne die kann Tanja nicht leben. Aber schmeckt wie ein Apfelsaft mit ein bisschen Ingwergeschmack dahinter. Ist angenehm scharf. Ist auf jeden Fall gesund. Da freue ich mich. Bin gerade auf so einem Gesund-Essen-Trip. Da wäre jetzt nur Süßigkeiten ein bisschen schwierig. Okay, was kostest du? 1,29. Jetzt fühle ich mich ready. Power! Und in Türchen Nummer 4 wieder eine Marke, die ich nicht kenne. Mood Musky. Sollte man das kennen? Glowy Illuminating Blush Drops. Blush und Highlighter? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich wollte mich ein bisschen wie Tanja schminken. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, was ich hier überhaupt gemacht habe. Nur mir ist später aufgefallen, dass sie auf ihren Fotos mal Blush trägt, aber ich habe dann irgendwie keinen Blush gehabt. Und jetzt machen wir uns mal Blush drauf, ne? Da guckt schon was raus. Was ist das? Sorry, das sieht mir ein bisschen mehr nach Highlighter aus als Blush und Highlighter. Blush-Wirkung sehe ich jetzt nicht so. Ich sehe die Highlighter-Wirkung. Aber ich muss sagen, ich finde den Highlighter extrem gut. Weil ich habe nur einen Highlighter, der sehr warm ist und einer, der sehr kalt ist. Aber so einen mit so ein bisschen rosa drin. Ihr habt doch jetzt viel zu viel, oder? Ich habe so viel drauf gemacht. Der ist auch so flüssig. Ich bin ein bisschen übertrieben. Also ich habe jetzt keinen Highlighter, sondern gefühlt ein ganzes glänzendes Gesicht. Ja, es ist ein okayes Produkt. Man kriegt so einen schönen Glanz eher. Statt so Glitzer ist das eher wie so ein Schimmer, den man dann so hat. Man kann es nur auf der Website kaufen. 15? Ist es 15? Douglas bietet das nicht an, das heißt schon mal nicht so schlimm, dass ich das nicht kenne. 28 Euro. Tanja, was hast du hier für Sachen drin? Ey, wir sind erst bei Nummer 5. Jean und Len. Eine Amber Vanilla Duftkerze. Ja, riecht sehr gut. Ist auch eine richtig krasse Größe, sieht auch hübsch aus. Mit Sojawachs, pflanzlichem Stearin sowie weiteren natürlichen Inhaltsstoffen. 6,99 Euro. Mensch, wie viele Partner sie hat, die Tanja. Nikolaus! Und Tanja lebt in Deutschland. Das heißt, sie weiß, dass Nikolaus ist. Das heißt, jetzt kommt was Krasses. Es gibt auf jeden Fall wieder ein Zitat. Santa saw your Instagram pictures. You're stunning. Ich verarsche euch nicht, das steht da wirklich. Wenn Santa mein Instagram sehen würde. Tanja gönnt an Nikolaus. Pure Lie. Ein Armband. Ja. Schade. Das hat so richtig so Werbegeschenk-Vibes. Es ist ein Pure Lie Armband mit dem Pure Lie Logo einfach. Ja, Armband, komm. Aber ehrlich gesagt, ich würde es nicht tragen. Ich trage keine Armbänder. Ist wahrscheinlich auch anders bei anderen Leuten. Das kostet jetzt auch, sagen wir mal, 30 Euro. Und dann ist gut. Nee, machen wir 15. Nummer 7. Der Kalender sieht jetzt so aus. Tanja hat jeden als Partner. Und Gretel. Und Gretel ist eine Berliner Make-up-Marke. Das ist ein Eye-Pencil. In Gold? Was macht man denn mit so einem Eye-Pencil in Gold? Also ganz ehrlich, der wirkt wie so ein goldener Buntstift. Ich habe mir das so auf die Wasserlinie gemalt. Mit so voll so ein Schimmer. Wie sieht das cool aus? Ich hoffe, man durfte sich das ins Auge malen. 21 Euro. Nummer 8. Wow. Es ist ein Waterproof Mascara mit Arganöl, kaltwasserresistent. Judith Williams. Ich dachte, hier kommen nur ein paar Gutscheine zum Lotto spielen. Du könntest jetzt in Deutschland spielen und zwar über Lottoland. Und ich hatte direkt Gänsehaut vor Scham. Aber das sind ja echt wirklich krasse Sachen. Judith Williams. 10,40 Euro. Ich finde, der sieht total cool aus. Ich mache ihn jetzt aber auch nicht auf, weil ihr wisst, ich habe hunderte Mascara und ich würde den gerne einmal so drüber machen. Das lohnt sich aber bei mir nicht. Ich habe so viele, der wird dann nur verschwendet. Dafür kommt's in die Verlosungsbox. Kommen wir zu Türchen Nummer 9. Und Nummer 9 ist immer das beste Türchen, weil Nummer 9 ist meine Lieblingszahl. Dieser Satz hängt euch wahrscheinlich auch schon aus den Ohren, oder? Der Emotion Cube. Badesprudel mit Konfetti-Seife. Riecht sehr schön, so nach Früchten, Himbeere, Erdbeere, irgendwie sowas. Wunderbar Wiesbaden. Die Marke aus dem Herzen Deutschlands. Wenn man das in seine Badewanne macht, dann kommt da so Konfetti raus. Handmade with love. Was sind denn das für Marken? Nicht lieferbar. Okay, manche Produkte sind wirklich weird. Man kann das einfach nicht so wirklich finden. Made in China? What? Ich hasse es, dass Firmen so viel Spielraum haben, dass wenn man sich nicht wirklich ganz doll mit dem Produkt beschäftigt, das nicht checkt. Hier steht Fesch, wunderbar Wiesbaden. Die Marke aus dem Herzen Deutschlands. Dann ist hier vorne Handmade. Und man hat das Gefühl, oh, da ist so eine Wiesbadener Firma, die packt das so ein und verkauft dann diese Herz-Badecubes. Cute. Made in China. What the fuck?
2 Euro. Und das noch als Türchen Nummer 9. Wie konntest du nur, Tanja? Nummer 10. Jawollo, auf genau sowas habe ich gerade Lust. Haselnuss, Schoko. Datteln, Kakaopulver, glutenfreie Haferflocken, geröstete Haselnüsse, Kakaobutter. Okay. Die Süße kommt hier nur aus den Datteln. Das sieht aus wie ein kleiner Keks. Mmh, lecker. Dadurch, dass da Haselnuss und Kakaopulver drin ist, hat man so Nutella-Vibe. Also, es ist schon richtig lecker. 1,50 Euro. Also, das ist schon sehr lecker. Bei diesen ganzen Datteln-Sachen denke ich mir halt, Datteln sind lecker. Ist einfach eine Dattel, schmeckt nach Karamell. 11. Da wird eine Tuchmaske. Hydrogelmaske mit Niacinamid. Oh, das finde ich sehr gut. Die werde ich behalten und benutzen. Made in PRC. Public Republic, irgendwas Republik China. Oh, da ist sogar ein Peter-Logo drauf. 3,95 Euro. Halbzeit. Ja gut, das ist ein Tanja-Produkt. Diese goldenen Augenpads, da sehe ich Tanja mit. Morgens mit ihrem Kaffee in dem Haus, was Bibi gekauft hat, da liegt sie da und denkt sich so, geil, ich hab's geschafft. Ich sehe mich damit auch meinen Sonntag genießen. 1,13 Euro. Ja, guck mal, jetzt kommen so die Marken, die ich eigentlich mit Tanja eher in Verbindung gebracht hätte. Rosenthal ist diese Marke, die offen und ehrlich mal so ein bisschen exposed hat, dass sie so Washa-Steine und so Jadesteine und Rosenquarz auch von Alibaba, von diesen günstigen Seiten kaufen, da Rosenthal draufstempeln und das dann halt mega teuer weiterverkaufen. So kenne ich diese Marke. Bakuchiol-Serum. Das hat voll die guten Bewertungen bei Douglas. Eine super Alternative zu Retinol. Meine Haut wurde sowohl sichtbar reiner als auch glatter. Leider habe ich viele Retinol-Serien zuvor nicht gut vertragen. Dieses Serum ist aber wirklich super und ich nutze es super gerne. Meine Haut ist so soft geworden, als wäre ich wieder 18. Okay, diese Bewertungen sind fake. 17,50 Euro. Dann gönnen wir uns doch lieber Dior, oder? Nummer 14. Haferflocken. Invert-Zuckersirup. Margarine, Trinkwasser, pflanzliches Öl, vollständig gehärtetes Palmfett. Der Riegel kommt aus Bratislava und das Marketing macht Wien. Ich finde, der sieht einfach aus wie so ein richtig ungesunder Schokoriegel. Hier kann man sich richtig gut tricksen, so, der ist ja gesund. Er ist ja nicht gesund. Der ist gesund. Der schmeckt, als ob man Porridge hart gemacht hat und in einen Riegel gepresst hat. Mmh, aber sehr süß. Das ist so ein Riegel, wenn ich den beim Wandern dabei habe, dann kann ich alles schaffen. So ein Riegel braucht man. Der schön so zusammengepresste Kohlenhydrate, Fett und Zucker, dass man halt nochmal richtig Power bekommt. 1,50. Nummer 15. Dieser Kalender ist wirklich komisch verwirrend. Diese Marke sieht doch auch schon wieder aus, als ob die... Also der Riegel kommt aus Bratislava. Ist Bratislava in Tschechien? Slowakei. Hier steht dann auch so ganz fett wieder Made in China drauf. Was ist das schon wieder für eine Marke? Ich kenne sie nicht. Hier gibt's bei Douglas Bella Pierre Lippenstift für 19 Euro. Das sieht doch so billig aus. Nicht billig, aber das sieht so ein bisschen auch aus wie die... Wie das Make-up, was man so bei Lidl kaufen kann. Nichts gegen Lidl-Make-up, aber das sieht halt immer so aus wie, ja, das kauft man eigentlich nicht bei Douglas. Das gibt's hier. Was für eine Bewertung hat das? Hab den Lippenstift zusammen mit Lipgloss, Liner und Puder gekauft. Fällt nicht. Muss das? Vor allem 19 Euro. Du bist bei Douglas. Du hast die Qual der Wahl und du entscheidest dich für Bella Pierre. Oder ich stehe total auf dem Schlauch und das ist total die bekannte Marke. Aber das glaube ich nicht. 16, komm. Dr. Severin, Body Aftershave Balm. For women. Für schöne, sanfte und glatte Haut nach dem Rasieren, Wachsen, Epilieren, Auftragen und Einziehen lassen. Ich glaube, darum kümmern sich Frauen wirklich viel zu wenig, dass wenn man sich rasiert, dass man das auch wirklich danach gut pflegt und die Haut behandelt wie eine frisch rasierte Haut. 5 Euro. 17. Dieser Kalender kommt mir wirklich vor, als ob wir den seit 10 Jahren aufmachen. Was ist das schon wieder hier für eine Marke? Das ist doch schon wieder hier irgendwie Slowakei. Ein Haselnuss-Kokosriegel mit 13% zuckerfreien Füllung mit Karamellgeschmack und 25% zuckerfreier Milchschokolade und Süßungsmitteln. Vollmilchpulver. Willst du mich verarschen? Dieser ganze Kalender war bis jetzt vegan. Überall steht auch noch vegan drauf. Hier eine vegane Kerze. Alles vegan, vegan, vegan. Tierversuchsfrei. Und dann ist da Vollmilchpulver drin. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Low Sugar Chocolate Candy. Ich bin jetzt einfach nur persönlich angegriffen, weil ich das jetzt nicht essen kann. Ein geiler Schokoriegel mit weniger Zucker. Vollmilchpulver. Machen wir 1,50. 18. Luwes, Naturkosmetik mit Heilerde. Also, das wissen wir doch. Das ist die Tanja, ist eine kleine Naturkosmetik.
Queen und Heilerde schmiert sie sich super gerne ins Gesicht. Eine Zwei-Phasen-Pflege. Irgendwie haben Heilerde und ich. Ich habe im Hinterkopf, dass Heilerde nicht so gut sein soll. Ich weiß aber nicht, woher ich das habe, wieso mein Hirn diese Info besitzt. Jetzt hör auf, daran zu denken. Dieser Kalender ist ja auch einfach da, um Tanja auch besser kennenzulernen. Wirkt sie langweilig? Ja, aber nur, weil wir sie noch nicht gut kennen. Be natural. Naja, jetzt haben wir einen 100% liegen Beeswax Lip Balm. Also spar dir doch die ganzen veganen Produkte, mein Gott. Ab hier hast du die Veganer eh verloren. Das kommt natürlich in die Verlosungsbox, Leute. Ich werde mir doch jetzt hier nicht Bienenwachs auf die Lippen schmieren. 2,95 €. 20. Das sieht straight wie aus der Apotheke aus. Getränkepulver mit 13% Rooibos-Extrakt, aromatisiert mit Zimtgeschmack und mit Süßungsmitteln zur Herstellung zuckerfreier Erfrischungsgetränke. Ich liebe Rooibos. Ich liebe Zimt. Da freue ich mich tatsächlich, das auszuprobieren. Tanja, wir sind uns ähnlicher, als ich dachte. 4,50 €. Im Royal Bunker trinken sie Royal Boss. I want you naked. Tanja, wir kennen uns doch noch gar nicht so lang. Aromatherapy. Wenn das nach Yoga-Studio riecht, Tanja, dann hast du mich wieder. Dann verzeih ich dir das mit der Vollmilchschokolade. Ich habe so viel Schlechtes über dich gesagt, ich brauche erstmal Good Karma. Oh mein Gott, es riecht nach Yoga-Studio. I love it! Die feine Komposition aus ätherischen Mandarin- und Lorbeeröl wirkt harmonisierend und stimmungsaufhellend. Diese Mischung aus Kopf- und Herznote hilft loszulassen, macht unternehmungslustig und also für mehr positive Energie im Leben. Und ich muss sagen, Tanja, du bist meine positive Energie im Leben. Du kriegst so viel Hate ab. So viele Leute reden über dich und deine Beziehung. Du hast dich da einfach in den Julian verliebt. Und was das für ein Rattenschwanz mit sich zieht. Wie viele schlechte Kommentare du schon lesen musstest. Das ist wirklich scheiße. Da hilft dir dieses Spray bestimmt mega gut. Das kann ich glauben. Es riecht fantastisch. Ich möchte auch so ein Aromatherapie-Spray rausbringen. 20 €. Leute, ich mach sowas. Ich bring sowas raus. Yes, please. 22. Also nach diesem Duftspray geht's mir wirklich viel besser. Pixie. Oh, ich glaube, das war auch so ein Highlight, ich glaube, in ihrem Kalender. Ein Rose Blush Balm. Ich weiß nicht, wofür sie ist. Ein Skin Booster. Die boostet halt, okay? 15,45 €. Es ist gerade im Sale, aber sie meinen ja den normalen Verkaufspreis. Wir machen 30. Das ist unfair. Vorletztes Türchen. Ja, Girl, ich verstehe dich. Ich hätte das auch ins Vorletzte reingemacht. Das ist so boring. Das ist Duschgel. Das musstest du wahrscheinlich dann noch irgendwie unterbringen. Es ist Minty Summer Lime. Ja, im Winter in meinem Adventskalender habe ich gerne Minty Summer Lime. Riecht das nach Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Na gut, das ist ja eine Reisegröße und wenn man das zum Reisen mitnimmt und du und Julian, ihr verbringt wahrscheinlich im Winter sehr viel Zeit im Warmen, da ist ja dann Summer. Ist 50 Cent. Ich bin ehrlich, ist 50 Cent. Ta-ta-ta-ta! Es ist Weihnachten! Und Tanja hat noch ein Zitat für uns. Ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest. Spaß, gutes Essen und eine großartige Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind. Frohe Weihnachten. Deine Tanja. Das ist ein Tanja-Original. Und an Weihnachten schenkt sie uns richtig. Da hat sie Bock und da gibt es. Ja gut, okay. Nee, ist in Ordnung. Braucht man an Weihnachten. Ein Liquid Eyeliner von und Gretel. Und Gretel hat richtig gegönnt, ne? Und Gretel ist so teuer. 28 €. Unsere kleine Queen. Also, bevor wir über den finalen Preis sprechen. Tolle Produkte teilweise drin. Also, hier hast du einen Eyeliner. Du hast eine Kerze, ein Aromaspray, ein Ingwer-Shot, ein Highlighter. Ein relativ neutraler Lippenstift, der 19 € kostet, den man aber nicht kennt. Aber gut, ich meine, Lippenstift. Ein Lippenpflege, Lippenpeeling, ein Eyeliner, irgendwas Goldenes, was hoffentlich für die Augen ist. Hoffentlich kriege ich keine Entzündung. Augenpatch, eine Maske und ein bisschen was Süßes. Ein nicht veganes Produkt. Ich bin immer noch schockiert. Es ist ein sehr ausgewogener Kalender. Jetzt rechnen wir nochmal den Preis zusammen. Also, ich bin nicht auf einen Wert von über 300 € gekommen, aber 275,88 €. Das ist so nah dran. Das zähle ich auf jeden Fall als Versprechen erfüllt. Das sind 200 € mehr, als man bezahlt hat. Diese Art von Kalender haben einfach ein Win-Win-Win für alle. Für die Marke, weil sie ihre Produkte vorstellen können und so das so ein bisschen als Marketing benutzen. Für den Influencer, weil sie Geld verdienen können und halt einen coolen Adventskalender rausbringen, wo die Kunden halt auch wirklich noch was sparen. Und da, ja, sind die Kunden auch happy. Also alle sind am Ende happy. Und ich finde die Auswahl der Produkte in diesem Kalender wirklich sehr, sehr cool. Ich bin jetzt nicht ein Tanja Makaritsch Ultra, aber dieser Kalender beinhaltet so alles irgendwie, was man so gerne
benutzt mal zwischendurch und noch ein paar Snacks. Man kann echt nichts falsch machen. Ich habe hier sogar das Gefühl so, oh, it's Christmas, so ein Highlighter, ein goldener Stift, ein Lippenstift. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich empfehle den Tanja Makaritsch Kalender. Sie hat es ihren Hatern gezeigt. Keiner da draußen hat an sie geglaubt. Und dann hat sie gesagt, jetzt erst recht, jetzt mache ich einen Adventskalender, den jeder lieben wird. Und dann vergessen wir vielleicht die ganze Geschichte mit Bibi und sowas. Aber das werden wir nie tun, haha, weil Bibi und Julian bleiben für immer Bibi und Julian. Bye! Mua.